Ja. Immer mal wieder könnt ihr ein paar tote Vögel sehen, die dann an Schreinen abgelegt worden sind, an Schrein von Aves, aber auch an einem Schrein des Goldenen Igels. Ein altgerätischer Acker- und Waldgeist, der dann von den Dörflern, von den Bauern dann hier wurden die toten Vögel abgelegt, um dann ja schlechte Omen abzuwenden. Aber auch hier viele, viele tote Vögel. Es regnet natürlich ununterbrochen und ab und zu mal ein bisschen Sonnenschein, aber die meiste Zeit seid ihr plitschnass. Und dann steht ihr vor der Dergelfähre. Auf der anderen Seite könnt ihr wieder die eisernen Mauern von Werheim erkennen, ein uneinnehmbares Bollwerk. Überall Fahnen, Flaggen, die herumwehen und auch die Mauern werden etwas ausgebaut, sodass dann hier viele, viele Leute Platz haben. Geschäftiges Treiben, aber sehr gut organisiert. Das stählerne Herz des Reiches. Normalerweise fast 15.000 Menschen, jetzt etwas mehr. Große Fachwerkbauten, tausende von Streitern in Burgen, Stadtfestungen, Kriegerschulen, Wehrtempeln und den großen Kasernen. Rechtwinklige Straßen, die ihr schon gesehen hattet. Überall Sauberkeit und Ordnung und Götterfürchtigkeit, wenn ihr über die Dergel rübergelassen werdet. Das dauert natürlich etwas länger mit euren Karren, beziehungsweise zwei Karren und den vielen Tobriern, aber soll euch vor keine Probleme stoßen. In der Stadt residiert die Meisterin des Bundes, Sorondriana von Eisenstein, und die Illuminata der Praioskirche, leicht außerhalb auf der Burg Auralet, der Ordenshochburg der Bannstrahler. Die Tempel von Praios, Rondra, Ingrim, Raya, Effat und Zar sichern den Segen der Götter auf der Stadt. Auf den Feldern vor der Mauer, ja, und den Gräben stehen noch eine einfache Holzhütten, ordentlich aufgereiht. Hier dann die einstigen torbrischen Flüchtlinge, die hier man mit niederen Arbeiten betraut sind und in der Stadt und Flur überleben oder ja von den Schrecken der Schwarzen Lande gezeichnet dahin vegetieren. Die Präsenz der Armee ist hier spürbar. Überall, gerade an der östlichen Seite könnt ihr verschiedenste Geschosse erkennen, die dann über das Mithraelsfeld hinausragen. Weiß jemand, wer Mithrael ist? Wusste es mal. Ein Alvanier, meistens nach. Genau, Ja, der sehr schon mal die gehört. gefallenen Seelen derer abholt, die heldenhaft im Kampf sterben. Und die an Rondras Tafel begleitet. Ein Erzvalkyr, der tigerköpfige Herold Rondras, für all diejenigen, die tapfer streiten. Sternenbild der Held. Weggefährte der toten Helden. Super. Bald also unser. Gut, habt ihr hier in Werheim etwas vor? Ihr könnt euch die Karte mit dem Mithraelsfeld auf der Karte Streitkräfte der Heptarchie ansehen, was noch leer ist. Anwesend sind unter anderem Danos von Luring, Rondrasil Löwenbrand, Hagrobald Gundwin vom Großen Fluss, der Prinzherzog Emani Benain, die Reichsregentin, Rakala von Horsen Rabenmund, die wird später eintreffen, die ist noch nicht da. Jellef von Jellef ibn Yasafar ist gemeinsam mit euch gereist. Igna ist selbstverständlich da. Ludalf von Wertling, der Marschall. Und ihr dürft auch mal eine Gassenwissen-Probe machen. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Glück. Gassenwissen. Gassenwissen. Hilft dabei innerer Kompass oder nicht? Nein. Ich habe sogar richtig viel Glück. Hilft der Kontakte? Die Spezialisierung? Nee, Und immer ist trotzdem besser, geht Mann. eher um sowas wie Glück in den Gassen, dass ihr vielleicht jemanden da spät, der da eben so rumläuft, der nicht offen angekündigt ist. Also ich finde vielleicht meinen Erzfeind. Ich vielleicht meinen Erzfeind. Also Rafim wird auf alle Fälle seine Brüder nicht finden. Das ist, die sind wohl da, aber du suchst an der falschen Stelle. Stehst dann vor irgendwie zwei Rabengardisten aus Alanfadas oder Dukatengardisten, ne? Also zwei Sektenhelle. Das ist doch nicht wahr. Völlig falsch. Die anderen können erkennen, wie hier wohl ein schwarzes Schadiv vor einer der Tavernen steht. Schwarze Scharif? Die weiße Ritterin? Korrekt. Weiße Die Ritterin? weiße Ritterin selber könnt ihr, oder den weißen Ritter,
Punkt. Könnt ihr hier wohl nicht sehen, aber der Schadiv dazu auf alle Fälle. Also auch derjenige ist hier, der weiße Ritter. Vielleicht hat er diesmal seine Ritterrüstung abgelegt, aber im Turnier, das ist das Pferd von dem weißen Ritter. Ja, immer guckt dann nur da hin und sagt dann so, oh, guck mal da, die weiße Ritterin. Oder jemand anderes, der ein schwarzes Schadiv besitzt. Ja, also wirklich hier. Stimmt, der Ritter, er hat natürlich recht. Das kann ja nur Gutes für uns bedeuten. Oder dass sich jemand dem Willen Mamis widersetzt hat. Auch das kann für uns nur Gutes bedeuten. Egal, Moral ist Moral. Und das ist gut für die Moral. Meine Güte, hat die denn niemand gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt schon 5-mal irgendwelchen Dukaten da gedisst hinterhergelaufen. Ich krieg hier noch die Krise. Hat dieser Laden denn keine Organisation? Ömer, hast du jemanden gesehen? Kiss-Tattoo wie ich auf dem Arm? So groß? Ja, ich glaube, da hinten sind die hin. Da hinten müsste ich einen gesehen haben, meine ich. Okay, und danke. Überzeugt da hinten in die Stadt. Ja, ich laufe da hinten. Ömer hat wahrscheinlich wirklich jemanden davon gesehen, nur sind die da nicht mehr dort. War das schon vor 10 Minuten? Ja, das ist ja raffiniert sich gerade. Ja, wollen wir den Leuten vielleicht irgendwie... keine Ahnung, einen Tag Aufenthalt hier genehmigen in der Stadt und den Leuten alle ein bisschen ein paar Heller in die Hand drücken. Ich denke, das ist ganz gut. Können Sie jeder nochmal noch ein Bier trinken, eine warme Mahlzeit kriegen. Bei dem werden Sie in Zukunft relativ wenig haben. Ja. Ja, und wir lassen dann draußen ein kleines Lager aufschlagen, irgendwo, wo Platz ist. Und die... Also alle kriegen dann Tagausgang. Die Söldner müssen sich das staffeln, damit sie bewachen können, damit der Rest kann gehen. Ja, 6 Tage. Ich muss das gerade nochmal messen. Aber die Reise ist tatsächlich sehr lange. Von Garen nach Wehrheim sind es 135 Meilen. Ganz grob, Luftlinie. Und wenn ihr dann nur 20 Meilen am Tag schafft mit der vollen Straße, dann wird das ganz grob 6 Tage dauern. Kommt jetzt drauf an, wie ihr eure Reise weiter fortsetzt. Ihr möchtet jetzt eine Nacht hier bleiben, euch ein bisschen ausruhen. Dann würden wir den 13. Pereine schreiben. Von Wehrheim aus nach Galles sind es Luftlinie noch einmal 110 Meilen, also auch das wären mit dem gleichen Tempo noch einmal 6 Tage. Vielleicht ein bisschen mehr, was ist auch noch Reichsstraße und ihr habt es dann nicht mehr so voll, könnt ihr dann also ja vielleicht sowas wie 30 Meilen machen und nicht mehr 20, wenn ihr nicht aufgehalten werdet. Wie gehen wir von hier aus am besten vor? Ich denke, wir reisen erst einmal bis nach Berla. Von dort aus werden wir uns wohl höchstens 2 Tage nehmen müssen, um einen Abstecher Richtung Burggrabenmund zu machen. Das wird sowieso einen gut Teil unserer Zeit einnehmen, die örtlichen Autoritäten von unseren Plänen in Kenntnis zu setzen. Richtig. Ich denke, wenn wir die Straße bis nach Berla geräumt kriegen, haben wir doch schon mal was geschafft. Also wollen wir sozusagen die Reichsstraße 1 entlang und dann sozusagen direkt hier bei Neu-Ober-Wehrheim sozusagen das erste Dorf anreiten und dort schon mal unsere Autorität klar machen, oder wollen wir zuerst zu den Rabenmund? Wem gehört denn das Dorf Ober-Wehrheim? Gehört zur Baronie Berla. Die gehört, wenn ich mich nicht irre, zu den Rabenmunds. Vielleicht gut vorher da aufzutauchen. Also, Sie könnten es als Beleidigung auffassen, wenn wir anfangen, unsere Autorität unbeschränkt in Ihrem Gebiet auszuüben. Vor allen Dingen, selbst wenn das Dorf noch nicht so evakuiert ist, ist es nicht so dramatisch, das ist doch eh nah dran. Also selbst wenn wir die 2 Tage später evakuieren, ist das kein Verlust. Wir geben uns also nach Berla, lagern dort die Männer und gehen mit einer relativ kleinen Gruppe zu den Rabenmunds. Stellen uns vor, erklären die Sache, holen uns diverse Versicherungen und Unterstützung ab, was auch immer wir aus ihm rauskriegen. Und dann können wir mit der Arbeit beginnen. Sind denn hier noch irgendwelche hohen Adligen, die wir beachten müssen? Naja, den
Wer ist gerade Graf von zwei Mühlenzwerg? Zwergsachen. Das klingt wie Zwerg. Hat das was mit denen zu tun? Vielleicht fragst du das den Answin, den wir dabei haben. Vielleicht weiß der das. Also entweder du würfelst jetzt eine Geschichtskundeprobe oder sowas wie Geografie oder du weißt es halt nicht. Ich hätte Staatskunst anzubieten. Staatskunst kannst du auch würfeln. Das war die Intention. Okay, ich weiß es nicht. Ja, also du wirst es nicht einfach fragen können. Okay, wir haben keine Ahnung, wer da ist. Nee, das war doch diese von Torvalan abstammende. Was haben denn jetzt schon wieder Torvalan damit zu tun? Svanja Ragnars dort hier. Oh mein Gott. Bitte sag mir nicht, die trägt ein rotes Halstuch oder ich fange an zu schreien. Wenn ihr habt eine Torvalerin als Baronin eingesetzt? Das ist das Mittelreich. Sei froh, dass es kein Goblin ist. Nee, das ist die Landgräfin. Oh, meine Güte. Das wird ja immer schlimmer. Ihr setzt jetzt schon Piraten als Landgräfin ein? Irgendwo ist hier doch ein Goblin-Graf. Seid ehrlich. Ihr versteckt ihn. Das wäre doch schon ein Hanebüchen. Aber die Piraten sind besser, oder was? Was ist das denn für eine Anschuldigung? Torvald, das sind alles Piraten. Ich gebe ihm ja ungern recht, aber er hat recht. Die machen Jagd auf unsere gar ehrbaren Schiffe, die Ware transportieren. Sollten wir auf die Frau treffen und ihr das laut sagt, haben wir allesamt Schwierigkeiten. Dann sollten wir sie wohl besser nicht treffen. Oder zumindest nicht in meinem Beisein. Hoffen wir mal, dass sie derzeit ins Zwerchwald und wir mit ihren Baronen direkt umgehen können. Vielleicht solltet ihr mit ihr sprechen. Richtig, von Mittelreicher zu Mittelreicher. Ja, das scheint ihr offenbar zu vergessen. Wenn sie eine Landgräfin hier ist, könnt ihr sie wohl nicht mehr als Torvalerin bezeichnen. Wenn sie von Torvalerin abstammt, ist sie doch eine Torvalerin. Oder nicht? Genau. Du liebes Lottchen. Gut, wir lassen Abel mir zu Hause. Ja, pipapo. Was ihr für ein dummes Zeug labert. Naja. Wir reiten nach Berla, lassen die Männer da, reiten nach Burgraben und sagen dem, hey, cool, eben die Provinz evakuieren, machen wir, sagt er, findet er gut. Wir reiten weiter. Ihr schändet kurz seine Gruft. Na, okay. Das ist vielleicht ein Problem. Sagen wir dem das? Oder sagen wir dem das nicht? Natürlich nicht. Ja, der Plan war es überhaupt nicht, dass Burg Rabenmund evakuiert wird. Weil wir nicht davon ausgehen, dass sich der Herzog so weit von der Reichsstraße entfernen wird. Abgesehen davon ist es eine Burg. Also schon mal gut befestigt. Achso, na gut. Na gut, aber müsst ihr nicht irgendwie anwesend sein, damit das funktioniert mit diesen Elementardingern? Natürlich müssen wir anwesend sein. Ja, aber die Adligen werden sie euch doch nicht so spontan in ihre Gruft lassen, oder? Das wird auch nicht nötig sein. Ömer und Rafim dürfen mal bei der Sinnenschärfe Sicht machen. Schwert um 10. Ja, gut. Hast du sowas nicht? Da habe ich eine stabile 7. Da steigert das schon Sinnenschärfe, das braucht man nicht. Ich würfe die 11 nochmal neu, wir können es ja mal probieren. Ey, ich hab's auch gesehen. Dann könnt ihr erkennen, dass wohl Hanswin gerade, der neben euch am Tisch sitzt und sehr abwesend wirkt, sich gerade auf Attack mit jemandem unterhält, der in den Schatten der Taverne sitzt. Worüber? Na, das ist natürlich nicht ganz leicht zu erkennen von eurem Winkel. Zumindest kannst du nur die eine Seite von Hanswin erkennen. Er fragt wohl gerade irgendwas wegen dem Bandstrahler und ob das okay ist. Oh, verdammt. Das sehen aber nur Ömer und Rafim, ja? Ja. Ja, Ömer schaut sich das Ganze erstmal an und versucht auch so ein bisschen so zu gucken, dass möglichst unserem Answin auffällt, dass ich da genau auf seine Finger und dann immer wieder auf sein Gesicht schaue und auch in die Ecke schaue, wohin er irgendwas gibt. Dann wird auch Answin dich ganz kurz einbinden und einen Namenssigille auf Attack weitergeben, die dann umschrieben ist. Es ist also schwer, das zu lesen. Würfel mal Attack.
einer da mit einem Namen arbeitet, den man natürlich so normalerweise nicht in den Fingern hat, muss man da erfinderisch werden. Aber irgendwas mit einer Angel und irgendwas mit, dass sie gebrochen ist. Reagiert erstmal nicht darauf, schaut erstmal nur weiter, er will jetzt nicht, dass Antwit auffliegt. Ja, also hat einfach nur verstanden, dass du es verstanden hast an deinem Gesichtsausdruck und unterhält sich dann weiter mit der Person in den Schatten. Man versucht so ein bisschen mitzulesen und die anderen können sich ja weiter unterhalten. Ja, lasst euch nicht stören, redet ruhig weiter. Ich würde vorschlagen, nach der Bograbenmund sollten wir den Weg nach Travingen nehmen, um ein möglichst großes Gebiet abseits der Reichsstraße abzudecken. Travingen? Ach da. Da sind wir doch mindestens 2 Tage unterwegs und damit mal nicht zu Pferd. Sollen die doch evakuieren, oder nicht? Wofür sind die Adligen denn da? Ich glaube, das Beste ist, den ersten Weg wirklich nach Bograbenmund erstmal zu machen. Genau. Haben wir vielleicht Autoritäten, die wir hier im Wehrheim abgrasen sollten? Gehört Wehrheim zu der Partie? Ich meine, technisch gesehen schon. Ich meine, wir könnten sicherstellen, dass die Flüchtlinge auch alle vernünftig untergebracht werden. Beziehungsweise... Ja, aber woher nehmen, wenn ich stehe? Welche Anweisungen wir denen mitgeben, aber... Ich denke, darum wird man sich kümmern. Aber mir hast du diese Grenzreiter jetzt schon besorgt? Nein. Wann soll ich das gemacht haben? Ich dachte, en passant, wie man so schön sagt, im Horasreich erledigen alles, nicht wahr? Habt ihr da eine Übersetzung? Das sagt mir nichts. Hört sich nach was zu essen an. Auf dem Weg, nein. Ach so, okay, Entschuldigung. Das kannte ich nicht. Ja. Stimmt, da habt ihr nicht Unrecht. Ich sprach mich für eine sorgfältige und genaue Planung aus. Und ihr sagtet, nein, das brauchen wir nicht, das machen wir so nebenbei. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Also ich denke, wir gehen zu Bograbenmund und gucken, der wird ja wissen, was ihm alles gehört. Und dann soll er erstmal alles evakuieren, was ihm gehört. Und dann gucken wir, wo wir als nächstes hingehen, oder nicht? Naja, es ist ziemlich klar, wo wir hingehen. Also ich meine, in Berla, da soll ja eins unserer ersten Lager sein. Also wo die Flüchtlinge dann halt sich in Scheunen und sowas einquartieren auf der Flucht. Ja, aber ich denke, wir sollten erst zu dem Rabenmund gehen, weil wenn wir danach bei ihm auftauchen und schon komplett Berla durcheinander bringen, weil wir sagen, hey, wir sind von der Inquisition, dann ist er doch mega angepisst. Ja, nee, aber die Berla können ja schon vorgewarnt werden, dass das der Plan ist. Und dann reiten wir hoch nach Burg Grabenmund. Glaubt ihr nicht, ist es besser, erst mit ihm zu reden und dann mit Berla zu reden? Nein, es ist ja irgendwie auch sein Land, oder nicht? Wenn wir jetzt anfangen, alles umzuschmeißen, ich meine, das ist doch so ein adliger Fatzke, der ist, meint sie doch bestimmt, er ist Sohn Gottes und so wichtig und sowas. Ihr habt den doch auch schon getroffen. Nee, ich hab doch den Alten getroffen, oder den Jungen. Vielleicht sollten wir anziehen und fragen, wer für Berla zuständig ist. Ich habe den Vater von dem Sohn von dem Opa getroffen. Was? Irgendeinen von diesen Answins, ich weiß es nicht mehr. Ja, Barnhelm. Der Vater, glaube ich. Barnhelm ist der Vater von Answin, dem Jüngeren. Ja, das klingt gut. Ich muss mal kurz austreten, bin gleich wieder da. Jojo, man lässt den nicht aufhalten. Überlegt euch zu und geht dann raus. Ich weiß nicht, vielleicht weiß ja irgendjemand hier was über den, das wir vielleicht nutzen können, um den auf unsere Seite zu bringen. Vielleicht mag der irgendwelche besonderen Geschenke oder sowas. Man schenkt sich doch unter Adligen was, oder nicht? Wie Geschenke? Hä? Ja, wir kommen dahin, wir wollen irgendwas von dem, wir schenken dem erstmal was, der freut sich, dass wir da sind und ist nicht so negativ eingestellt, wenn wir ihm dann sagen, er soll seine halbe Provinz evakuieren. Oder nicht? Das ist dem doch klar, dass hier evakuiert werden muss. Das ist doch kein Adliger von hinter Wutzenwald. Naja, aber trotzdem... Nichts gegen die Wutzenwald. Ja, nichts gegen die Wutzenwald. War ja klar von dem Schnattermoor. Aber... Was soll das denn heißen, Spurgelsen? Nichts. Natürlich gar nichts. Weiter im Text?
Weiter im Text. Ich dachte, man macht sich unter Adligen so Geschenke, damit man so merkt, dass der andere einen wertschätzt oder sowas. Und dann ist der andere besser eingestellt auf das, was man will. Ich meine, wenn der uns hilft, dann geht das hier alles viel schneller, als wenn er uns nicht hilft. Ich meine, wir können den zwingen, uns zu helfen, aber wir können den zwingen, uns zu helfen bis zu einem gewissen Maß. Und dann sagt er, fick dich. Was wollt ihr ihm dann schenken? Das weiß ich nicht. Was, irgendwas. Ihr habt doch mehr Ahnung von sowas. Ihr seid doch alle Adlige. Wie ich. Die Raben uns heiraten furchtbar gern, aber da mache ich nicht mit. Ja, für Jalan? Ich werde keinen Raben unterraten. Nicht einmal für Darpatien? Nicht einmal für Darpatien. Aber mir? Vielleicht ein Raben. Wer will den denn? Auf ihm, ihr seid doch neuerdings ordentlich. Ja, stimmt. Ja. Ihr seid heiratsfähig. Aber das ja, und kommt, großer Krieger. Aber wenn ich mir dann doch meine Moa-Sklavin besorge, kommt das bestimmt voll nicht gut an, oder? Wir suchen euch einen schönen Travia-Akoluten und dann wird das schon. Was denn jetzt mit Travia da zu tun? Ja, wir sind hier in Darpatien. Man muss sich den Gepflogenheiten anpassen. Wir sind im Land der Gänse und der Ehen. Bis in den Tod. Also bis in den Tod, das verstehe ich ja noch. Was ist, ja. Also, komische nicht, mittelreichische Worte. Ihr dürft natürlich nicht euch Geliebte nehmen oder so etwas, solche Sachen. Das wäre ja nicht der Travia gefällig. Warum das denn nicht? Drogen sind übrigens auch vom Tisch. Was ist denn los in diesem Land? Und jeden Preistag müsst ihr in die Kirche. Und die Abenteurerei, die ganze Zeit unterwegs sein gehen, und nicht zu Hause, das hat's doch auch nicht. Hier bleibt doch keiner freiwillig, die sind doch alle gezwungen, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, keine Drogen. Na, mir. Ja, ist doch egal. Wir hören uns um, was mag dieser komische Anzwind von Rabenmund? Wenn wir wissen, was der komische Anzwind von Rabenmund wagt, das weiß doch hier bestimmt irgendwer, dann beschenken wir dem das. Meine Geld haben wir doch und dann gucken wir mal, ob der da ein bisschen fröhlicher gestimmt ist. Ich weiß auch nicht, was du glaubst, wie viel Geld wir haben. Ja, das muss ja kein, wir müssen dem ja keinen Streitwagen schenken, sondern vielleicht irgendwie ein Speer oder sowas. Was weiß ich denn, wenn der Junge gerne Jagd schenkt, mit dem halt einen Jagdbogen und sagen, hier, damit ihr jagen gehen könnt. Er ist ein Graf. Wenn er einen Speer oder einen Bogen haben will, dann... Ja, das ist ja ein Anstandsgeschenk. Es geht ja nicht darum, dass er es braucht, sondern nur, dass wir daran gedacht haben, ihm was mitzubringen. Habt ihr das nicht so, die, als wenn ihr... diese Trophäen von der Festivität? Daran wir Trophäen. Nein, die ihr gewonnen habt beim Turnier. Ach so. Habt ihr die dabei? Nein. Ich meint ihr jetzt das Schwert oder was für Trophäen meint ihr? Genau das. Ja, das hab ich dabei. Alle anderen dürfen mal wieder Sinnenschärfe würfeln. Erschwernis? Überlege ich mir gleich. Immer würfelt mal Schauspieler. 12 Erschwernis pack ich. Suchen sogar noch besser. Ja, haben wir alle gut gewürfelt hier mal. Ja, aber Ömer darf trotzdem sich gegen wehren. Ja, der darf jetzt auch gut würfeln, dann haben wir das. Ich mach das toll in Schauspielerei nicht. Irgendwas anderes? Naja, sonst. Nee, ich überlege gerade, ob man da irgendwas würfeln müsste. Ja. Ja, ihr könnt erkennen, wie Ömer wohl gerade die Treppen wieder runtersteigt. Und nass von oben runterkommt. Kommt der zu uns? Ja, immer sitzt er wieder zu euch. Immer. Ja. Was habt ihr getrunken? Ist ein Wasserbottich gefallen? Draußen war es am Regen, jetzt bin ich nass geworden. Guck mal aus dem Fenster. Also deswegen hatte ich eben auch danach gefragt. Er ist rausgegangen zum Pissen. Er kommt dann von oben wieder runter. Dafür die Sinnschärfe. Ob euch das auffällt. Ist ja ein merkwürdiger Abort. Ich guck trotzdem aus dem Fenster, regnet es? Ja klar, also draußen, okay. Wir haben immer Frühling, immer Regen und es, ja. Immer, du kannst auch die Tür benutzen, du musst nicht durchs Fenster klettern. Ich war doch nur, nein, also, macht einfach weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Geschenken für den Herrn von Rabenmund. Warum versuchst du abzulenken?